Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es um das Thema Elsass-Lothringen und das Deutschtum. Worum es sich hierbei handelt, erfahren Sie nach dem Vorspann. Bis gleich. Elsass-Lothringen, das Deutschtum im Elsass und den Lothringen. Elsass-Lothringen, eine westdeutsche Provinz. Deutsches Land und deutscher Kulturboden, welcher gerne mal vergessen wird. Aber Elsass-Lothringen ist deutsch? Ist das nicht Frankreich und schon immer französisch gewesen? Tja, auch mir hatte man es als Jugendlichen falsch eingeredet und ich hatte es auch fälschlicherweise geglaubt, bis ich mich dann mit den Fakten und mit der Geschichte auseinandergesetzt hatte. Es ist urdeutsches Land und noch immer leben dort 1 bis 2 Millionen Volksdeutsche. Deutsches Land und deutscher Kulturboden. Bevor wir uns allerdings mit der Gegenwart beschäftigen, müssen wir uns erst einmal mit der Geschichte auseinandersetzen und diese beginnt 71 vor Christus. Um das Jahr 71 vor Christus siedelten die germanischen Sweben ein, germanischer Stamm, unter ihrem Herrkönig Ariovist, ein Volks- und Nationalheld, von der norddeutschen Tiefebene über den Oberrhein in Richtung Gallien im heutigen Elsass und gründeten dort ihr eigenes Reich. Die erfahrenen Krieger der germanischen Sweben sind als Söldner nach Gallien gerufen worden. 61 vor Christus besiegen sie die gallischen Herdur in der Schlacht bei Magetobrica. Der germanische Herrkönig Ariovist ließ Angehörige der germanischen Völker der Haruden, Triboker, Nemeter, Markomannen, Vangionen und Sedosier im neu erworbenen Gebiet ansiedeln, um seine Herrschaft zu untermauern. Caesar selbst berichtete, dass Ariovist bis zu 120.000 weitere Germanen über den Rhein holen ließ. Um 58 vor Christus forderte Caesar von Ariovist, das Land zu verlassen. Ariovist selbst ließ sich nicht einschüchtern. Schon seit fast 17 Jahren lebten die Sweben dort. Caesar selbst, der in ihr Land eingedrungen war, drohte mit seinen Legionen. Die germanischen Sweben ließen sich aber nicht unterkriegen. Niemals werden sie ihr Land verlassen und aufgeben. Caesar ließ seine Legionen vor der Wagenburg aufmarschieren und provozierte so die germanischen Sweben zum Kampf heraus. So kam es im Jahre 58 vor Christus zur Schlacht im heutigen Elsass zwischen den germanischen Sweben und den Römern, welche allerdings die Römer gewannen. Die überlebenden germanischen Sweben flohen in Richtung Osten bis zum Rhein. So war nun das Gebiet um Elsass-Lothringen keltisch und teilweise romanisch besiedelt. Allerdings nur bis zum 3. und 4. Jahrhundert, denn in diesem Zeitraum wanderten die germanischen Alemannen und Franken ein, die ab diesem Zeitpunkt die angestammte Mehrheitsbevölkerung bildeten. Aufgrund des Vertrages von Verdun erfolgte im Jahre 843 eine Dreiteilung des Gebietes, wobei der Nordteil an den fränkischen König Lothar II. Fiel. Der Nordteil war später namensgebend für das sogenannte Lotharingen, heute Lothringen, obwohl es trotzdem in einem West- und Ostteil aufgeteilt war. Lotharingen, das Reich des Lothars. Denn die Bezeichnung für Lotharingen oder Lothringen geht auf diesen germanischen bzw. altdeutschen Namen Lothar zurück, der so viel wie lauter Krieger bedeutet. Die Landesbezeichnung Elsass leitet sich von der germanischen Bezeichnung Saß für Sitzen oder Sesshaft, Sesshaftigkeit ab. Elsass-Lothringen, deutsch-germanisch Heimatland, uns von Gott gegeben. Seit dem 8. Jahrhundert wurden die nun sesshaften germanischen Stämme als Deutsche bezeichnet. Tedeschi, die Deutschen. Als im Jahre 962 das Heilige Römische Reich deutscher Nation seinen Beginn nahm, waren Elsass und Lothringen bereits ein Bestandteil dessen und deutsch geprägt, deutsch besiedelt. Im Elsass und Deutsch-Lothringen entwickelte sich im Mittelalter die Hochkultur, die deutsche Hochkultur der deutsch-mittelalterlichen Prägung. Dies wurde allerdings und wird noch heute in der Architektur, also in der Baukunst, der Küche,
in Kleidung und Trachten oder Bräuchen deutlich, das unbestreitbare Werk und Gesicht deutscher Kultur und Menschen sowie deutschen Geistes. Das Volk von Elsass und Deutsch-Lothringen war muttersprachlich und biologisch stets deutsch. Neben ihrer 100%igen biologisch deutschen Abstammung sprachen sie nicht nur Deutsch, sondern trugen auch als angestammte Bevölkerung deutsche Namen wie Müller, Wagner, Schmied, Rohr, Wolf, Keller oder Fuchs. Der Bannerspruch der Freien Reichsstadt Straßburg war: viel lieber gestritten und ehrlich gestorben als Freiheit verloren und Seele verdorben. Hier sehen Sie noch ein paar Bilder von Straßburg in Elsass-Lothringen, die deutsche Baukunst und deutsche Architektur. Wunderschön und ein Beleg dessen, dass es deutsch ist, deutscher Prägung, deutscher Geschichte und deutscher Gegenwart. Elsass-Lothringen ist nicht nur so eine schöne westdeutsche Provinz mit einer schönen Landschaft, schönen deutschen Dörfern und Städten, denn auch mit schönen Burgen. Ein Beleg dessen ist zum Beispiel die Hochkönigsburg aus dem 12. Jahrhundert, eine staufische Reichsburg. Friedrich II. Ließ ab 1147 die Hochkönigsburg errichten, um die Straßen zu kontrollieren. Im Dreißigjährigen Krieg im Jahre 1633 wurde sie von den Schweden belagert. Trotz des desolaten Zustands hielt die Besatzung 52 Tage aus. Als die Schweden die Burg schließlich einnahmen, war die Besatzung verschwunden. Kurze Zeit später brach Feuer aus und vernichtete die Burg völlig. Die Ruinen gingen 1899 an Kaiser Wilhelm II., welcher die Burg wieder aufbauen ließ. Bis 1908 durch den Architekten Bodo Eppardt wieder aufgebaut und vollendet. Eine deutsche Burg im deutschen Lande. Jedoch nahm nach dem Dreißigjährigen Krieg im Jahre 1648 die Entwicklung von Elsass und Deutsch-Lothringens einen unheilvollen Wendepunkt, als Frankreich unter König Ludwig XIV. Das gesamte Gebiet von Elsass-Lothringen schrittweise bis 1681 annektierte. Zunächst ließ man von Paris die überwiegend protestantischen deutschen Länder in ihrer Kultur und auch in ihrem Zollwesen weitgehend unberührt, allerdings nur bis zum Jahr 1789. Denn nach der Revolution in Frankreich im Jahre 1789 setzte eine zunehmende Romanisierungspolitik ein und eine gezielte Verdrängung des Deutschtums in Elsass und Lothringen. Da aufgrund der Beschlüsse der französischen Nationalversammlung vom 4. August 1789 alle Sonderrechte aufgehoben wurden, konnte Frankreich ohne Rücksicht auf Verluste seine Herrschaft ausüben. Trotz der Bemühungen Frankreichs, das Deutschtum aus dem Elsass und Lothringen zu verdrängen, blieb es dennoch in weiten Teilen erhalten, wenn auch ein Großteil der Volksdeutschen entwurzelt wurde und sie eingeredet bekamen, sie seien nun Franzosen, obwohl sie biologisch und kulturell Deutsche waren. Erst 82 Jahre später, nach dem deutschen Sieg und der französischen Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, konnte Elsass-Lothringen wieder heim ins Deutsche Reich geholt werden. Zurück an Deutschland und unter deutsche Verwaltung. Aus Elsass und Deutsch-Lothringen wurde das sogenannte Reichsland Elsass-Lothringen. So konnte das Deutschtum sich nun in Elsass-Lothringen erholen. Allerdings nur bis zum Ende des verlorenen Ersten Weltkrieges für Deutschland. Denn obwohl im Jahre 1910 knapp 90% der Einwohner des Reichslandes Elsass-Lothringen Deutsche waren, verleibte sich Frankreich dieses durch den Versailler Vertrag nach dem Ersten Weltkrieg im Jahre 1919 erzwungenermaßen wieder ein. Nach fast 47 bzw. 48 Jahren kam Elsass-Lothringen nun wieder unter französische Verwaltung und damit unter Fremdherrschaft. Nun setzte eine rücksichtslose Romanisierungs- und Entwurzelungspolitik ein. Frankreich setzte ein vierstufiges Klassifizierungsprogramm ein, das später als Vorbild für die im Dritten Reich angewandten Nürnberger Gesetze bzw. Nürnberger Rassegesetze dienen sollte. In dem vierstufigen Klassifizierungsprogramm von Frankreich differenzierte man folgendermaßen: A. Vollfranzose. Einwohner, die selbst oder deren Eltern bzw. Großeltern vor 1870 in Frankreich oder Elsass-Lothringen geboren wurden. Kann unter Umständen trotzdem biologisch germanisch bzw. deutsch sein, wenn man in Elsass und Lothringen vor 1871 bzw. 1870 geboren wurde und Verwandte bzw. die Vorfahren zu 100% volksdeutsch sind. Also man geht in diesem Fall seitens der Franzosen vom Geburtsortprinzip aus, nicht aber vom Abstammungsprinzip. Nur als Randnotiz für Sie. B. Teilfranzosen.
Ein Eltern- bzw. Großelternteil stammte schon vor 1870 aus Frankreich oder Elsass-Lothringen. C. Ausländer. Einwohner, die selbst oder deren Eltern bzw. Großeltern aus einem mit Frankreich verbündeten oder neutralen Staat stammen. D. Deutsche. Einwohner, die selbst oder deren Eltern bzw. Großeltern aus dem übrigen Deutschen Reich oder Österreich-Ungarn stammen. Alle Einwohner der Klassifizierungsstufe 4 bzw. D wurden aus ihrem Vaterlande vertrieben. Dies betraf um die ca. 200.000 Volksdeutschen der damals 1,8 Millionen Einwohner in Elsass-Lothringen. Der Rest konnte sich noch dort irgendwie halten, jedoch wurde das Deutschtum, die deutsche Kultur weiter unterdrückt. Chauvinismus und Revanchismus wuchs auf beiden Seiten. Einige Jahre später, während des Zweiten Weltkrieges, nach dem Sieg Deutschlands über Frankreich im Jahre 1940, kam Elsass-Lothringen wieder zurück ins Deutsche Reich. Allerdings auch nicht sehr lange, denn 5 Jahre später, im Jahre 1945, nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg, kam Elsass-Lothringen wieder zurück an Frankreich. Wobei seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht nur das Deutschtum allgemein unterdrückt wurde, sondern hier eine starke Überfremdung durch Araber, Schwarzafrikaner, Nicht-Europäer und fremde Völker durch die Franzosen eingesetzt wurde. Erste kulturmarxistische Züge eines antideutschen und antiweißen bzw. antieuropäischen Rassismus, welchen wir zu 100% ablehnen. Dazu mehr in einem anderen Video. Die Deutschen bzw. Volksdeutschen, die in Elsass-Lothringen verblieben waren, blieben nach 1945 auf sich allein gestellt. Ein souveräner Fürsprecher aus einem souveränen Deutschland nach außen gibt es seitdem nicht mehr. Bis jetzt. Hier sehen Sie jemanden, meine Wenigkeit. Meine Wenigkeit steht zu den Elsässern und Deutsch-Lothringern, den Volksdeutschen in Elsass und Lothringen sowie dem Erhalt und der Förderung des Deutschtums in Elsass-Lothringen. Und nun auch Sie, sofern Sie deutsch und patriotisch, konservativ, national sind, so gebe ich auch Ihnen den Auftrag, sich über Kultur und Aktivismus für unsere Nation und für hier nun Elsass-Lothringen mit einzusetzen. Bildung ist Wissen und Wissen ist Macht. Dazu später mehr. Weder deutscher Schulunterricht noch deutsche Ortsschilder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in Elsass-Lothringen gestattet. Erst 1972 wurden in Elsass-Lothringen wieder regionale Parlamente zugelassen. Jedoch wurde und wird auch noch heute weiterhin die deutsche Kultur, das Deutschtum im Allgemeinen und jede deutsch-nationale Gesinnung bewusst und systematisch durch eine manipulative Umerziehung und Entwurzelung verdrängt. Eine Entdeutschung und französische Propaganda, eine radikale Romanisierungs- und Entfremdungspolitik. Die Landesfarben von Elsass-Lothringen entsprachen ursprünglich den deutschen Reichsfarben Schwarz, Weiß und Rot. Sie charakterisieren Elsass-Lothringen als Reichsland, also als nicht föderaler, zentral verwalteter Bestandteil des Reiches. Am 29. Dezember 1891 wurde eine Dienstflagge für das Reichsland Elsass-Lothringen auf Grundlage der Reichsdienstflagge des Auswärtigen Amtes eingeführt. Zur Unterscheidung zeigt sie das gekrönte Wappen Elsass-Lothringens im schwarzen Streifen am Lieg. Elsass-Lothringen war den anderen Ländern des Deutschen Reiches durchaus gleichberechtigt. Es hatte ein eigenes gewähltes Parlament, einen eigenen Landtag, eine eigene Landesverwaltung, eine eigene Landesregierung, eine eigene Landesverfassung. Jedoch gab es keinen Landesfürsten, wie bei den Ländern des Deutschen Kaiserreiches, außer den Hansestädten, sonst üblich. Seit 1911 war ein noch junger Angehöriger des regierenden Hauses Badens als elsässisch-lothringischer Landesfürst im Gespräch, der eventuell vom Landtag proklamiert bzw. bestätigt werden sollte. Mit dem Ausbruch des Krieges gab es allerdings erst einmal andere Prioritäten. Der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918. Der Landtag des Reichslandes Elsass-Lothringen nahm am 25. Juni 1912 einstimmig den von einem Ausschuss erarbeiteten Vorschlag einer rot-weiß gestreiften Flagge an, die in der linken Oberecke ein gelbes Lothringer Kreuz trug. Der Beschluss wurde von den kaiserlichen Regierungsstellen allerdings nie umgesetzt, sodass es zu keiner Änderung kam. Die Flagge wurde aber privat und zu halboffiziellen Anlässen oft genutzt. Sie war bei den deutschen Behörden und Militärs allerdings nicht gern gesehen, wurde aber auch teils noch während des Ersten Weltkrieges toleriert. Diese Flagge war eine Kombination aus den Farben des Elsass, Rot und Weiß, und Lothringens,
Rot und Gold. Diese von 1912 geschaffene inoffizielle Flagge des Reichslandes Elsass-Lothringen kann man teilweise noch heute sehen. Überwiegend allerdings selbstverständlich die einzelnen regionalen Flaggen, wie zum Beispiel, wenn Sie im Elsass unterwegs sind, die Landesfarben des Elsass, Rot und Weiß. Am Ende des Ersten Weltkrieges wurde mit dem Abzug der deutschen Truppen am 11. November 1918 die Republik Elsass-Lothringen proklamiert, die sich Unabhängigkeit, aber auch Schutz von Frankreich und dem Deutschen Reich versprach, sich jedoch in eine kommunistische Räterepublik verwandelte. Daraufhin wurden französische Truppen zu Hilfe gerufen, die unter dem Beifall der Bevölkerung die Räterepublik beendeten. Die Republik Elsass-Lothringen übernahm die 1912 geschaffene inoffizielle Flagge des Reichslandes Elsass-Lothringen. Dieser Beifall war allerdings nur dem Dank gewidmet, dass sie von einer kommunistischen Herrschaft befreit wurden. Nicht aber, dass sie dann romanisiert und geknechtet wurden, wie es danach dann geschah. Sehr interessant ist allerdings auch das Wappen von Elsass-Lothringen. Das Wappen beinhaltet beide Gebiete. Der linke Teil steht für das Elsass und ist in roter Farbe eingehüllt. Der obere Teil, für Oberelsass, beinhaltet einen goldenen Schräglinksbalken mit je 3 Kronen. Die Bedeutung geht auf den Besitz des Grafen von Habsburg bis 1130 zurück. Der untere Teil, für Unterelsass, beinhaltet einen mit Spitzen bestickten silbernen Schräglinksbalken. Das Wappen geht auf den Besitz des Grafen von Wirth aus dem Jahre 1156 zurück. Der rechte Teil des Wappens steht für Lothringen. Das Wappen Lothringens ist in goldener Farbe getaucht und besteht aus einem roten Schrägrechtsbalken mit 3 gestümmelten silbernen Adlern. Die Herkunft des Wappens geht auf den Grafen Gerhard von Elsass, dem ersten Herzog Lothringens, zurück. Trotz dass Elsass-Lothringen eine geeinte Provinz als Reichsland darstellte, bestand diese Provinz aus 2 deutschen Regionen, dem Elsass und Lothringen. Denn das ursprüngliche Lothringen war eigentlich größer als die Mosel bzw. das Mosel-Lothringen. Das ist das kleine Gebiet unter der Gebietsbezeichnung Mosel. Das Gebiet des germanisch verbliebenen Lothringens, welches von 1871 bis 1918 im Reichsland Elsass-Lothringen im Deutschen Reich vereinigt war. Deshalb gibt es in Lothringen auch 2 Zonen. Die erste Zone, das romanische Lothringen, wo das romanisch-lothringische gesprochen wird und überwiegend französisch. Und die zweite Zone, das germanische Lothringen, wo das Luxemburgisch-Französische, das Rheinisch-Französische und das Mosel-Französische gesprochen wird. Anzumerken ist, dass diese unterschiedlichen Zonen von Lothringen erst durch die französische Einverleibung im Laufe bis zum 18. Jahrhundert entstanden sind. Im romanischen Lothringen wurde die deutsche Sprache endgültig vernichtet und das deutsche Volkstum aufgelöst und vernichtet. Volkstod. Gezielt durch Assimilierung. Das romanische Lothringen hat wegen des Fehlens der germanischen Kultur und Sprache nach 1945 nicht unter der französischen Kolonisation gelitten, denn es war bereits im Laufe der Jahrhunderte romanisiert worden. Im germanischen Lothringen allerdings konnte sich der Rest des deutschen Volkes, der deutschen Sprache und Kultur sowie dem Volkstum allgemein erhalten, bis heute. Nach 1945 startete Frankreich eine Massenromanisierungs- und Französisierungskampagne, um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache endgültig verschwinden zu lassen. Damit wurden auch regionale deutsche Sprachen und deutsche Dialekte zerstört. Zusätzlich können wir uns noch einmal auf eine weitere offizielle Quelle stützen. Nach Angaben des INSEE lagen die Zahlen der Sprecher von regionalen Sprachen in der Mosel einst bei 360.000, während sie 1999 nur noch bei 180.000 lagen. Heutzutage, im Jahre 2023, 2024 gewiss noch weniger. Einen Menschen unter 60 Jahren dort in Mosel zu finden, der die einstige Sprache seiner Region spricht, ist sehr selten geworden. Selbst unter den Älteren geht die regionale Sprache der Mosel immer mehr verloren.
Die Dialekte und regionalen deutschen Sprachen gehen einerseits wegen der Überfremdung dort zurück, weil dort neben Nicht-Europäern auch italienische und portugiesische Migranten nach Deutsch-Lothringen niedergelassen wurden. Andererseits auch, dass das Erlernen der deutschen Sprache und der einstigen Dialekte extremst eingeschränkt wird. Deutsche Schüler werden abgewiesen, weil es einerseits an Lehrern mangelt, andererseits, weil die Anzahl an Schülern begrenzt ist. Außerdem werden diese regionalen deutschen Sprachen und Dialekte nur in der Oberschule unterrichtet und werden dort als zweitrangig betrachtet. Stattdessen lässt man die übrigen Volksdeutschen lieber Portugiesisch oder Russisch oder Italienisch lernen, obwohl die eigene deutsche Sprache und die eigene regionale Dialektik an erster Stelle steht. Nicht nur in der Sprache, sondern auch in der Identität allgemein werden Volksdeutsche unterdrückt und schikaniert. Auch wie im Rest des übrigen Deutschen Reiches werden Gastronomie, die Architektur, die Feste und die Tradition zerstört. Die globalistisch-progressive und kulturmarxistische Politik der Regierungen zielt darauf ab, unsere deutsche Kultur zu zerstören und uns unsere Geschichte vergessen zu lassen. Unsere Gebäude, unsere Schlösser, unsere Kirchen, die deutsche Baukunst und andere werden massenhaft zerstört und durch wurzellose Ami-Bauten ersetzt. Unsere traditionellen Restaurants werden geschlossen und durch ekelhafte Fastfood-Ketten und Gift-NATO-Ami-Müll ersetzt. Traditionelle Feste wie beispielsweise der Johannistag, Sonnenwendfeiern und sonstige Feste werden von den lokalen Behörden untersagt. Man darf nicht einmal mehr in politischen Gebäuden wie in Rathäusern die eigene regionale deutsche Sprache sprechen. Der französische Staat vernichtet auch heute immer noch weiter die deutsche Kultur in Elsass und Deutsch-Lothringen und will sie weiter unterdrücken. Und das hört leider immer noch nicht auf. Zusätzlich versucht der französische Staat, Elsass und Lothringen gänzlich von der Karte hinwegzutilgen und in einem neuen, fiktiven Territorium genannt Grand Est, Grand Est, zu etablieren, damit das regionale Deutschtum in Elsass und Lothringen assimiliert und langfristig vernichtet wird. Doch glücklicherweise gibt es Widerstand. Zahlreiche deutsche Patrioten und Nationalisten in Elsass und Deutsch-Lothringen gingen gegen dieses Gebilde Grand Est auf die Straße, weil sie sich nicht assimilieren lassen wollen. Man steht zur eigenen Kultur, man steht zur eigenen deutschen Geschichte und man lässt sich nicht von seinen freiheitlichen Rechten beschränken. Ebenfalls ging man auch gegen den Umvolkungsprozess und gegen weitere Romanisierungspolitik auf die Straße. Doch leider sind viele in Elsass und Lothringen auf sich allein gestellt und von den eigenen deutschen Volksbrüdern im restlichen Vaterlande vergessen. Man ist auf sich allein gestellt und man geht alleine weiter auf die Straße, um irgendwie das Schlimmste noch weiter zu verhindern. Egal bei welchem Wetter, bei Wind und Wetter geht man raus, egal zu welcher Jahreszeit, man steht weiter zur Kultur, man lässt sich nicht unterdrücken. Man ist mutig und man trägt seine Meinung auf die Straße und man lässt sich nicht unterjochen und unterdrücken. Größtenteils werden diese Demonstrationen von mutigen Volksdeutschen in Elsass und Lothringen, die gegen den Umvölkerungsprozess und gegen die geplante Assimilierung ihrerseits auf die Straße gehen, von den übrigen Volksdeutschen im restlich verbliebenen Reich geleugnet. Sie werden vergessen und teilweise geleugnet. Aber diese Bilder sprechen für sich. Und hier gibt es noch ein schönes Lied zu diesen Demonstrationen und zu dieser Romanisierungspolitik, was die Elsässer und Deutsch-Lothringer mitmachen müssen. Wir blenden Ihnen nun ein deutsches aktivistisches Volkslied aus Elsass und Lothringen ein, welches die aktuelle Lage vor Ort beschreibt. Geschrieben von einem Robert Frank Jacobi, welches heißt Hand in Hand für unser Land. Schon im Kehrvers heißt es, weil sie unsere Stimmen nicht hören, tun sie uns nicht respektieren, stecken uns mit anderen zusammen und ändern unsere Namen, zwingen uns in andere Kleidung, die nicht passt zu unserer Meinung. Lasst uns aufstehen, Kameraden, rüstgen auf die Barrikaden, Hand in Hand für unser Land. Wir blenden Ihnen nun das Lied ein, verbunden mit ein paar Bildern von den Volksdeutschen in Elsass-Lothringen, die damit bemüht sind, irgendwie noch ihre Kultur leben und zeigen zu dürfen, ihr Brauchtum, ihre Trachten oder auch ihre Sprache sprechen zu dürfen. Zum Deutschtum zu stehen und deutsch zu leben und deutsch zu sein. Doch leider vergessen und geleugnet von den übrigen Volksdeutschen im übrig verbliebenen Vaterlande.
durch sich dürfte trabe jetzt ein schwarzes Bändel. Stolz Iberier Meister, Kämpfer um das Ländl. Sabe klar, wir wollen nicht mit anderen zusammen. Schon verliert das Land sein Gesicht und seinen Namen. Weil sie uns nicht stimmen, nicht hören, können sie uns nicht respektieren. Stecken uns mit anderen zusammen und schon scheren unsere Namen. Zwingen uns in andere Kleidung, die nicht passt zu unserer Meinung. Lass uns aufstehen, Kameraden, grüß gehen auf die Barrikade, Hand in Hand für unser Land. Hand in Hand für unser Land. Lass uns protestieren, lass uns demonstrieren. Es ist Zeit, dass die feinen Herren mal kapieren. Dass wir's leid sind, jedes Mal ganz brav zu ducken. Es ist nie zu spät, zusammen zu rucken. Weil sie unsere Stimme nicht hören, können sie uns nicht respektieren. Stecken uns mit anderen zusammen und schon scheren unsere Namen. Zwingen uns in andere Kleidung, die nicht passt zu unserer Meinung. Lass uns aufstehen, Kameraden, rüsten auf die Barrikade. Hand in Hand für unser Land. Hand in Hand für unser Land. Pflanz für unser Land den Baum in deinem Garten. Riss mal Gosch auf, wenn's nur Sinn und singe Lied. Mal ein Herz an die Wand mit Rot und weißer Farbe. Blieb nicht stehen, mach schier, wenn die Witter sich schon schiert. Weil sie unsere Stimme nicht hören, können sie uns nicht respektieren. Stecken uns mit anderen zusammen und schon scheren unsere Namen. Zwingen uns in andere Kleidung, die nicht passt zu unserer Meinung. Lass uns aufstehen, Kameraden, rüsten auf die Barrikade. Hand in Hand für unser Land. Hand in Hand für unser Land. Hand in Hand für unser Land. Elsässer und Deutsch-Lothringer, bleibet standhaft, kämpft weiter Hand in Hand, es sei gespannt ein Einigband um alles große deutsche Land. Bleibet aufrecht und kämpft weiter für das Deutschtum und für den Erhalt der deutschen Kultur. Hier noch ein kleiner Aufruf, wenn Sie aus Westdeutschland kommen und in Westdeutschland leben, so spricht nichts dagegen, sich zu vernetzen und den Volksdeutschen in Elsass und Lothringen beizustehen, vielleicht bei Demonstrationen noch mit teilzunehmen und den Leuten vor Ort zu helfen, sich zu vernetzen und natürlich sich für unsere deutsche Kultur mit einzusetzen. Doch leider geht dieser Umvölkungsprozess weiter. Durch die gezielte Umerziehung und daraus resultierende Entwurzelung sprechen oder verstehen heute nur noch etwa 600.000 Menschen in Elsass-Lothringen die deutsche Sprache. In Elsass-Lothringen allgemein leben heute immer noch zwischen 1 bis 2 Millionen Volksdeutsche. Dass von ihnen nur noch 600.000 Deutsch sprechen, ist natürlich im Gegensatz dazu sehr traurig und gering. Sie sind und bleiben, komme was da wolle, trotzdem Deutsch. Kein Stück Papier der Welt ändert die biologische Abstammung. Ebenfalls ändert dies auch keine willkürlich neu gezogene und fiktive Grenze. Die Abstammung, sie bleibt. Blut ist mehr als Gold. Dazu aber später auch in einem anderen Video. Trotz aller Bemühungen blieben das urdeutsche Elsass und Deutsch-Lothringen bis heute ein Fremdkörper im französischen Staatsgebilde. Selbst viele Franzosen wissen das, weshalb sie den Fakten und Tatsachen ebenfalls ins Auge sehen und die verbliebenen Volksdeutschen in Elsass und Deutsch-Lothringen zu Recht als Deutsche betrachten, auch wenn manch ein Realitätsverweigerer es hierzulande nicht wahrhaben will. Elsass-Lothringen, deutsches Land, jahrhundertelang deutsch geprägt und in deutscher Hand, mehr weit viel mehr als in französischer Hand. Das ist Fakt und die eben genannten Fakten und Tatsachen, sie sprechen für sich. Elsass-Lothringen, deutsches Land, Gott mit uns. Die Hoffnung, sie ist noch nicht verloren und so liegt es auch an Ihnen, das Wissen und die Bildung weiterzugeben. So lade ich Sie zum Beispiel ein, dieses Video gerne zu teilen, um auch andere Mitmenschen aufzuklären. Und auch an die Pessimisten sei gesagt, die Leute, die behaupten, es würde ja nie wieder zurück an Deutschland kommen, diesen Leuten sei gesagt,
hätten sie am 8. November 1989 gedacht, dass am 9. November 1989 die Mauer fällt. Niemand hätte es gedacht und niemand hätte es für möglich gehalten. Also, die Hoffnung, sie stirbt zuletzt. Elsass-Lothringen, deutsch-germanisch Heimatland, uns von Gott gegeben. Gott mit uns, Deus vult. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten neues und wertvolles Wissen für sich mitnehmen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie sehr gerne einen Daumen nach oben da, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Sehr gerne können Sie mir auch auf Instagram folgen. Dort wird auch nochmal das eine oder andere zu Tagespolitik hochgeladen oder wenn es wichtige Neuigkeiten für Sie gibt. Sie müssen allerdings den Namen vollständig bei Instagram eingeben und dann auf die Suchleiste klicken. Erst dann finden Sie mich. Und sehr gerne können Sie mir auch auf Telegram folgen als Rückfallebene. Ja, was ist Ihre Meinung, was ist Ihre Erfahrung? Waren Sie schon mal in Elsass-Lothringen? Wohnen Sie in Elsass-Lothringen? Sind Sie ein Deutscher aus Elsass-Lothringen? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Was ist Ihre Geschichte? Werden Sie weiter unterdrückt? Erleben Sie große Repressionen oder wie ist das? Lassen Sie es uns wissen und erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Schreiben Sie es sehr gerne in die Kommentare. Beziehungsweise auch, wenn es noch ein paar historische Details und Fakten zum Deutschtum in Elsass und Lothringen gibt, für welche wir es vielleicht auch nochmal interessant finden. Über 2000 Jahre deutsche Geschichte im Allgemeinen, Deutschland für uns, in unserem Herzen, über alles, unser deutsches Volk, unsere deutsche Nation. So lebe und gedeihe weiter Deutschland in Frieden in Europa. Gott mit uns. Lassen Sie einen Daumen nach oben da, teilen Sie das Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Sei gegrüßt für unseres Landes Zeichen. Elsass Fahne flatternd hoch im Wind. In die Farbe lieb ich alles Gleiche. Zünde stets, wo wir versammelt sind. Wies und Rot. Wenn es endlich schweben, bis zum Tod sind Träumer in ergeben. Wies und Rot, wenn es endlich schweben, bis zum Tod sind Träumer in ergeben. Du seht mir Gottes wahre Länder überall. Juhu, o Länder überall. Drum lieben wir unser Land, wir alle Elsasser See. Und holdes Fest am Battle und Lenz bei Gott nicht geh. Juhu, und Lenz bei Gott nicht geh.
armer Lothringer Buhr, wisch mir das Level zur. Ich wess ne denn und wess ne dus, am Zahne fälle ich mein Huss. Ich wess ne denn und wess ne dus, am Zahne fälle ich mein Huss. Ich han drei Pferd, ich kenn's nix wert, das Enders hängt so hin und her. Das Zwetters hätt nur 13 im Moll, das dritte ist blind und nicht so voll. Das Zwetters hätt nur 13 im Moll, das dritte ist blind und nicht so voll. Ich ha ne Kuh, die an mich zum Halb, dem Metzger gehäret ja schon das Kalb. Ich han kein Stroh und na kein Hau, das Labemald ist mir nicht rau. Ich han kein Stroh und na kein Hau, das Labemald ist mir nicht rau. Ich ha ne Bahn, wo er nie Leder hat, ich ha ne Pluckt auf Felderrad. Ich ha ne Eck mit nur 13 und na kein Geld für zum Bahnagen. Ich ha ne Eck mit nur 13 und na kein Geld für zum Bahnagen. Thank you.